Was ich mir heute gedacht habe, ich lasse mal einen Timer laufen. Ich lasse die Zeit vorwärts laufen, damit ihr einfach immer genau sehen könnt, wie viel Zeit ich in Echtzeit schon gebraucht habe, um jetzt so weit zu kommen. Hier habt ihr jetzt erstmal den Ausgangszustand. Die Frage ist heute, wie lange brauchen wir, um die Wohnung wieder so herzurichten, dass wir uns alle wieder wohlfühlen können? Das wollte ich heute mal rausfinden und deswegen läuft die Zeit mit. Man kann den Boden kaum betreten und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, hier sieht's aus wie Sau. Damit starten wir jetzt los. Ich mache aber ohne Stress, gell? Ich lasse mich von der Uhr nicht stressen. Ich zähle einfach nur die Zeit mal mit. Ihr habt ja jetzt den Anfangszustand gesehen und es wäre mega interessant, wenn ihr mal jetzt in die Kommentare direkt schreibt, bevor ihr das Video gesehen habt, wie lange ihr schätzt, dass man normalerweise für so ein Chaos brauchen würde, um es aufzuräumen. Aber wie gesagt, entspannt und ohne Zeitdruck. Wie lange braucht man für so ein Chaos? Gib mal einen Tipp ab. Hallo, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und wir zusammen aufräumen. Ich freue mich auch, wenn du dir deine Putzsachen auch schnappst und wir zusammen putzen. Oder aber du machst genau das Gegenteil und ruhst dich einfach nur aus. Vielleicht hast du es ja schon sauber und guckst das Video, so wie ich das meistens mache, zum Einschlafen. Anyway, Hauptsache, du kannst das Video genießen und du bist nicht alleine. Glaub mir, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da bist und dass es dich gibt und dass wir die Zeit jetzt zusammen verbringen. Und wisst ihr was? Selbst wenn ich ja beim Putzen in dem Moment alleine bin, stelle ich mir vor, wie ihr bei mir seid, mich beobachtet, mich kommentiert, was auch immer. Obwohl ich in dem Moment ja alleine bin und nur die Kamera läuft, aber im Grunde seid ihr mit dabei und das gibt mir irgendwie immer das Gefühl, nicht alleine aufzuräumen. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich bin Liz, Mama von 4 Kindern und wir wohnen zurzeit in einer 100 Quadratmeter Wohnung zu sechst. Wir sind ja gerade für 3 Monate auf Mallorca und die Kinder gehen hier auch ganz normal zur Schule. Es ist natürlich eine große Herausforderung. Und wenn wir wieder nach Hause fahren, wollen die Kinder natürlich nicht ihre Klasse wiederholen. Und deswegen bin ich umso froher, dass meine Kinder zurzeit die Möglichkeit haben, mit SofaTutor ihren Schulstoff zu lernen und zu wiederholen und da auch in Deutschland an dem Stoff dran zu bleiben. Ich benutze die App total gerne, um Spanisch zu üben, weil ich immer lieber erst ein bisschen in der Theorie an der App lerne und dann fühle ich mich in der Realität schon viel sicherer. Ich zeige euch die App mal etwas genauer und dann machen wir weiter mit den Wäschebergen. Hauptsächlich ist die App natürlich für Kinder perfekt geeignet. Die können damit am PC, Tablet oder Handy für die Schule lernen, also Inhalte zu den einzelnen Fächern nachholen und haufenweise Übungsaufgaben machen. Es gibt dort ganz viele Klassenarbeiten oder, das haben wir neulich gemacht, man sucht nach einem ganz bestimmten Thema. Wir hatten nämlich die binomischen Formeln und haben dann dazu Erklärvideos angeschaut und dann anschließend auch die Aufgaben dazu gemacht. Der Vorteil zur klassischen Nachhilfe ist halt, dass die Kinder wirklich unabhängig das so gestalten können, wie sie wollen, wann sie gerade Zeit und Lust haben zu lernen und wir sind an gar keine Termine gebunden. Und ich habe jetzt einen Account und kann dort für alle drei ein eigenes Profil anlegen und so können wir jetzt immer Wartezeiten, ob jetzt im Wartezimmer oder bei Autofahrten, immer sinnvoll nutzen damit. Boah, wie gern hätte ich das früher als Schüler auch schon gehabt in meiner Schulzeit. Nutzt wirklich solche Möglichkeiten und probiert es aus. Ansonsten einfach wieder kündigen. Und ich finde, das beste Feature an allem, und das ist auch das, was meine Kinder am meisten motiviert, ist Sofaheld. Das bedeutet, dass man sich durch Übungen Punkte erspielen kann. So hangelt man sich dann durch die Übungen, die werden Stück für Stück natürlich auch immer schwieriger. Und immer wenn man eine Übung abgeschlossen hat, die wirklich auch überschaubar sind und nicht zu lange dauern, hat man sich eine Münze verdient. Und mit den erspielten Münzen, man muss natürlich was dafür tun, das habt ihr gerade gesehen, kann man sich dann kleine Spiele freischalten. Also eine Runde spielen kostet dann zum Beispiel 2 Münzen. Ich und meine Kinder, wir nutzen SofaTutor ja schon eine längere Zeit. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich euch SofaTutor jetzt hier in dem Video zeigen darf. Alle wichtigen Infos findet ihr in der Infobox, auch den Link, mit dem ihr dann 30 Tage kostenlos testen könnt. Und wenn ihr verlängert, dann könnt ihr 60% sparen, was wirklich ein tolles Angebot ist. Gut, jetzt ruft die Wäsche und es geht weiter. Auf! Hier haben wir jetzt erstmal ganz viel saubere Wäsche, die auf jeden Fall schön eingeräumt werden muss. Machen wir mal ein bisschen Real Talk gleich am Anfang.
Denn grundsätzlich, was ihr hier auf meinem Kanal nicht unbedingt erwarten könnt, ist ein perfekter Haushalt, wo man sich überall an jeder Ecke was abschauen kann. Ich war nämlich lange Zeit sehr chaotisch und habe mit YouTube dann angefangen, um in das ganze Thema überhaupt mehr Organisation und Struktur reinzubekommen. Wenn ihr mal einen großen Vorher-Nachher-Vergleich sehen wollt, kann ich euch nur das Video empfehlen, was ich oben in der Ecke verlinke. Schaut da gerne mal rein, da bin ich nämlich schon etwas stolz drauf, weil es motiviert mich auch selber, weiter dran zu bleiben und immer so weiterzumachen. Aber was ihr von mir bekommt, ist ein realistisches Bild von einem Haushalt mit 4 Kindern, wo es drunter und drüber geht und wo die Kinder nicht perfekt dazu erzogen werden, ihre Sachen selber wegzuräumen. Und ich finde es natürlich schön, wenn wir zusammen putzen und das ganze Thema nicht so eng sehen und uns gegenseitig nicht fertig machen. Ich erzähle euch immer wieder Dinge aus meinem Leben als Mama, was mich beschäftigt und was mich so umtreibt, was die täglichen und auch die besonderen Herausforderungen angeht. Denn das Leben ist nie geradlinig, es läuft immer auf und ab, so wie bei jedem, denke ich. Und dabei nehme ich euch ungeschönt mit. Ich freue mich auch immer so sehr, wenn ich in den Kommentaren dann eure Geschichten lesen kann. Ich sehe wirklich jedes Herz, jeden Kommentar. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, über eure Unterstützung. Einfach mal ein großes Danke an der Stelle. Und dafür gebe ich mir dann beim Aufräumen versprochen besonders Mühe, dass es auch schön aussieht, so dass du auch wirklich mal abschalten kannst und im besten Fall vielleicht sogar dabei einschlafen kannst. Oder dir denkst, boah, das sieht so schön aus und so ordentlich, so will ich das jetzt auch haben und ich fange jetzt auch direkt damit an. Ich hoffe einfach, dass du und ich wir uns gegenseitig unterstützen und dass keiner mit seinen Themen alleine ist. Boah, gerade diese Wäscheberge von den Kindern, die aus 1000 Einzelteilen besteht, dauert es einfach seine Zeit, bis die Wäsche zusammengelegt ist. Aber jetzt sieht es ja so aus, als hätten wir es gleich geschafft. So, jetzt verteile ich die Sachen auf die Zimmer und einräumen mache ich dann aber nochmal separat. In den anderen Zimmern gibt es auch noch mehr Wäsche zum Einräumen. Aber wie ihr wisst, mache ich jetzt nicht das Thema Wäsche erst fertig, sondern ich mache ein Zimmer nach dem anderen. Weil ich wirklich erst das Wohnzimmer fertig haben möchte und das jetzt einfach nur wegbringe und nicht einräume, weil das machen wir dann gleich. Ich hatte mir hier auf der Couch auch für ein anderes Video die weiße Decke über die Couch gelegt, weil ich das Gelb nicht im Hintergrund haben wollte. Und hier in der Wohnung gibt es nicht so viele Ecken, wo man sich gut hinsetzen könnte für ein Video. Deswegen war das jetzt eine ganz gute Lösung und das mache ich jetzt wieder rückgängig und ziehe die gelbe Decke wieder drüber, damit auch ja nichts auf der Couch passiert. Wir sind so aufmerksam, dass die Kids nicht auf der Couch essen, trinken, whatever. Und auch die Stifte kriegen die Kinder nur unter Aufsicht und nur am Tisch. Weil ich habe viel zu viel Schiss, dass sonst die Wände angemalt werden oder irgendwelche Flecken entstehen, die man nicht so einfach entfernen kann. Ich glaube, wir müssen auch demnächst mal die Esszimmerstühle zusammen sauber machen, weil ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich die wieder sauber kriegen soll. Dann schulde ich euch ja noch ein Update zu diesem Pulli bzw. den Flecken. Und ich mache es jetzt so, dass ich jetzt den Fleckenzwerg mal drauf gebe und 10 Minuten einwirken lasse und dann gebe ich es im Kurzwaschprogramm mal in die Waschmaschine. Und dann sehen wir auch gleich, was daraus geworden ist. Also jetzt sind wir gerade bei 18 Minuten, bei frühestens 28 mache ich es dann in die Waschmaschine. Genau, so lange darf das Mittel jetzt noch einwirken, damit wir auch hoffentlich ein gutes Ergebnis bekommen. Mit Fleckenentfernung habe ich bisher noch nicht so viel Erfahrung, weil oft akzeptiere ich die Flecken auf meinen Klamotten, weil ich mir dann immer nicht vorstellen kann, dass die rausgehen. Wenn nämlich selbst die Waschmaschine es nicht schafft, dann habe ich immer nicht so gute Erfahrung bisher mit so Fleckenentfernungsmitteln. Aber bei dem Pulli hat es mir dann so wehgetan und ich wollte ihn auf gar keinen Fall mehr so tragen, aber ich will ihn auch nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich jetzt das Fleckenzwergmittel gesehen und ich habe mir gedacht, schaden wird es jetzt nicht. Deswegen gebe ich dem auf jeden Fall eine Chance. Und vielleicht kann es ja auch meinen Pullover retten. Da müssen wir einfach mal schauen, ob es was bewirkt. Aber das sehen wir dann später, wenn die Waschmaschine durch ist. Jetzt sind wir ja immer noch im Wohnzimmer und Essbereich. Wir sehen das als einen gemeinsamen Bereich. Und da habe ich jetzt erstmal wirklich alles vom Boden aufgesammelt, weil es schön ist, wenn man hier wieder ohne Schmerzen laufen kann. Ihr kennt es bestimmt alle, wenn man über eine Eisenbahn oder Bügelperlen läuft, das ist echt fies.
Und zum Thema Kinder und Kinder sollen selbst aufräumen, wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Und zwar so ist es bei uns zurzeit. Also meine jüngste Tochter, die spielt ja meistens mit der Eisenbahn und die räumt die auch häufig alleine weg. Und oft wird es dann auch Teil des Spiels, die Teile in die Box einzuräumen und sie dann wieder auszukippen und immer so weiter. Aber trotzdem ist sie halt einfach erst 2 geworden und ich finde es völlig normal, hinter ihr herzuräumen und nicht darauf zu beharren, dass sie irgendwas wegräumen muss. Oft machen wir es auch einfach zusammen, das ist natürlich dann am schönsten. Und wie ihr wisst, filme ich meine Kinder nicht. Und deshalb seht ihr leider auch nur mich beim Wegräumen, anders geht's nicht. Und auf der anderen Seite räume ich nur einmal pro Woche so auf, wie ich es jetzt in den Videos mache. An den anderen Tagen der Woche sieht es nicht so aus und da helfen die anderen auch mit. Ich denke, manchmal entsteht vielleicht durch so ein Video dann ein falscher Eindruck, einfach weil ihr es ja gar nicht anders seht. Und das liegt aber daran, dass ich einfach die Kinder nicht zeige. Und wenn ich das Gefühl habe, zu viel alleine machen zu müssen und kein anderer kümmert sich, was durchaus vorkommt, dann denke ich mir auf der anderen Seite auch wieder, hey, es sind Kinder, die sollen die Pflichten noch gar nicht haben, es soll kein Streitthema zwischen uns sein. Und ich weiß, dass meine Kinder es früher oder später hinkommen, selbstständig zu sein und ihr Geschirr in die Küche zu räumen. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Meine mittleren Kinder sind 7 und 8 Jahre alt und ist es nicht auch schön, in dem Alter einfach vom Tisch aufstehen zu können, um gleich weiterzuspielen, ohne das lästige Abräumen? Also meistens mache ich es auch wirklich gerne und wenn es mir dann zu viel ist, dann sage ich das auch manchmal. Manchmal schaffe ich das in dem Moment auch nicht, dann bin ich genervt, aber das ist ja dann auch wieder meine Schuld. Naja, heute ist auf jeden Fall auch mal wieder der Arbeitsplatz mit Staubwischen dran. Wir haben den Eindruck, dass hier viel mehr Staub entsteht als woanders. Also hier ist es echt schlimm mit dem Staub. Aber ansonsten ist der Tisch jetzt nicht dreckig, er ist halt einfach nur sehr staubig. In meinen Augen sind Kinder Kinder und wir haben uns dafür entschieden, Kinder zu bekommen. Also kümmern wir uns auch um deren Geschirr, Wäsche und so weiter und so fort. Und ich lasse das aber auch jeden anders sehen, so wie er es für richtig hält. Also lasst uns nicht gegenseitig fertig machen für irgendwas. Das bringt nichts, weil es gibt nicht das richtig und das falsch. Oh, da liegt noch eine Socke unterm Sofa. I'm sorry. Ich persönlich finde, es gibt nichts Unattraktiveres, als andere von seiner eigenen Wahrheit unbedingt überzeugen zu wollen, weil man die anderen nicht so akzeptieren kann, wie sie sind. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, die Zeit läuft weiter. Hier sind wir jetzt in dem Zimmer wirklich schon fertig, würde ich sagen. Alles wieder schön sauber. Und den schmeiße ich jetzt mal in die Waschmaschine, weil das, was jetzt bisher in der Waschmaschine war, das ist eh fertig. Das heißt, ich kann das hier einmal wechseln. Am Anfang fand ich diese Maschine so schwer zu bedienen und so umständlich, aber es ist immer wieder faszinierend, wie schnell man sich dann doch wieder umgewöhnt und mittlerweile ist es völlig okay und alles funktioniert super. So, bei 47 Minuten müsste dann ja die Waschmaschine fertig sein und dann schauen wir mal, wie der Pulli aussieht. Ich bin schon sehr gespannt. Und draußen habe ich leider gar keinen Platz mehr zum Aufhängen für die Wäsche. Deswegen mache ich es jetzt hier. Jetzt essen wir ja gerade eh nicht. Das heißt, die Sachen können jetzt hier einfach mal ein paar Minuten schon mal trocknen. Und werden nicht dreckig und etwas trockener. Hey, ich war neulich echt so naiv und habe die nasse Wäsche über die Stühle gehängt. Obwohl wir dann am Tisch saßen und gegessen haben, kurz darauf. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass danach alles wieder zack, direkt in die Waschmaschine konnte. Das war so doof von mir. Aber wenn draußen die Wäscheleine voll ist und die Klamotten nicht im Trockner getrocknet werden können, was mache ich denn dann damit? Und die Türen vollhängen möchte ich auch nicht, weil ich Angst hätte um die Farbe der Türen, dass die abblättert, wenn die feucht werden, weil das tut den Türen ja nicht gut, wenn da nasse Wäsche drankommt. Naja, ich muss es, glaube ich, einfach besser timen und dann passiert das auch nicht mehr. Aber wie schnell ging denn jetzt bitte der Eingangsbereich? Ich glaube, es waren 4 Minuten. Also schnell alles weggeräumt und gesaugt, das hat sich mal gelohnt. So, jetzt machen wir mal in der Küche weiter. Hier ist alles wieder schön, da im Flur natürlich noch nicht, da waren wir noch nicht.
Da ist eine Zara-Tüte, da muss ich dann nächste Woche wieder was zurückgeben. Wenn euch das Video interessiert, was das mit Zara zu tun hat. Eventuell habe ich nämlich einen Zara-Haul gedreht und eventuell lade ich den auch demnächst dann hier auf dem Kanal hoch. Ich muss sagen, die Küche ist so der einzige Raum bei mir, bei dem ich wirklich immer hinterher bin, dass es nicht zu lange schleifen gelassen wird. Weil da entsteht die Unordnung natürlich am allerschnellsten, wenn man zigmal am Tag dort was zum Essen macht. Und zum anderen haben wir auch nur eine begrenzte Anzahl an Gläsern, Tellern, Besteck und so weiter. Das heißt, wenn das nicht direkt gemacht wird, dann haben wir relativ schnell ein Problem und müssen dann mit der Hand abspülen. Und davon bin ich noch weniger ein Fan, als es einfach direkt wegzuräumen und mindestens ein- bis zweimal am Tag die Spülmaschine laufen zu lassen. Und wenn ich das schon mache, dann schaue ich auch gleich, dass in der Küche einigermaßen aufgeräumt ist und die Oberflächen gewischt sind. In allen anderen Bereichen in der Wohnung und im Haus grundsätzlich finde ich es nicht so schlimm, wenn man es mal ein, zwei Tage schleifen lässt oder auch länger und nicht direkt wegräumt. Patrick, mein Mann, ist gerade mit den Kindern unterwegs. Das ist mir auch am liebsten so, wenn ich gerade aufräume, weil dann habe ich einfach meine Ruhe, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und dann geht alles viel, viel schneller. Gerade vor allem, wenn ich mich dabei filme. Und die sind gerade in einem Einkaufszentrum. Das ist so schön da. Zum einen, weil es da alles gibt, alles. Und zum anderen ist es nicht ganz Indoor und aber auch nicht ganz Outdoor, wie jetzt in der Stadt, sondern es ist zum größten Teil überdacht, aber eben auch nicht ganz geschlossen. Das heißt, von überall kommt noch die Sonne rein und die frische Luft. Also es ist wirklich sehr angenehm, da einzukaufen, und ich stelle es mir dann auch immer viel angenehmer vor, da zu arbeiten, wie in so einem geschlossenen Einkaufszentrum. Aber generell tut es gerade so gut, jetzt zu der Jahreszeit hier, es ist November, hier zu sein. Der größte entscheidende Vorteil hier für mich ist, dass die Sonne scheint. Es ist so simpel. Tja, das Wetter ist halt leider so eine Sache, das hat man selber null unter Kontrolle und man muss es halt so nehmen, wie es kommt. Außer natürlich, dass man da hinzieht, wo einem das Wetter passt. Nur kann man in einer großen Familie natürlich nicht nur für sich alleine entscheiden, sondern es ist alles etwas komplizierter. Und mir selber ist einfach jetzt nach den ersten 4 Wochen schon klar geworden, dass ich den ganzen Luxus und alles, was wir zu Hause vor allem an Besitz haben, einfach gar nicht brauche und auch gar nicht möchte im Grunde. Vieles davon ist tatsächlich einfach eine Belastung. Du musst alles instand halten, du musst dich um alles kümmern, alles alleine, was in dem Haus los ist, jetzt auch, wo wir nicht da sind, dann geht die Heizung nicht, dann geht das Wasser nicht, dann ist ein Stromausfall. Es ist immer irgendwas, worum du dich kümmern musst. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass wenn wir unser Zuhause verlassen und quasi einfach von dem großen Haus in eine kleine Wohnung gehen und viele Dinge nicht mehr haben, die wir jetzt so lange gewöhnt waren, dass wir dann alles wieder, oder ich spreche lieber nur von mir, dass ich dann alles wieder viel mehr zu schätzen weiß und dankbar bin und froh bin und mich auf zu Hause freue. Aber es ist einfach gar nicht der Fall. Bei mir zumindest. Ich muss dazu sagen, Patrick geht es anders. Er findet es hier auf Mallorca schöner, als er gedacht hätte. Aber er freut sich trotzdem sehr auf zu Hause und er liebt unser Zuhause vorher und jetzt immer noch. Und er wohnt da einfach gerne. Und hat halt gerne einfach den Raum und den Platz, den wir zu Hause haben. Und den wir uns ja jetzt auch die letzten Jahre schön hergerichtet und eingerichtet haben. Naja, so viel erstmal zum aktuellen Update, wie es uns so geht. Und wir sind ja jetzt noch ein paar Wochen hier und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Spüle, weil wir sind jetzt schon über eine Dreiviertelstunde am Putzen und erst im zweiten richtigen Zimmer, wenn wir jetzt mal den Eingangsbereich außen vor lassen. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier vorankommen. Was ich das nächste oder übernächste Mal auf jeden Fall auch mal ausprobieren werde, ist mir mal einen Timer wirklich rückwärts zu stellen und mich an die Zeit zu halten und versuchen, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, entweder die ganze Wohnung in einer Stunde zu schaffen oder vielleicht pro Zimmer, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so. Aber was mache ich denn dann, wenn die 10 Minuten um sind und das Zimmer ist nicht fertig? Höre ich dann auf oder mache ich die Zeit dann länger? Dann habe ich ja auch geschummelt. Also wie macht man dann weiter, wenn die Zeit vorbei ist? Außer man ist schneller. Okay, das ist gut. Aber was ist, wenn man nicht fertig ist? Diejenigen, die mit dem Fly Lady System vertraut sind, die können die Frage bestimmt gut beantworten.
Was ich auch festgestellt habe, ist, wie praktisch ich den Tisch mit den Stühlen in der Küche finde. Sei es jetzt zum kurz mal hinsetzen und was Kleines essen oder beim Kochen kann man sich mal eben daneben setzen und muss nicht daneben stehen, wenn man wartet, bis irgendwas kocht oder bis irgendwas anbrät, sondern man kann sich auch ganz gemütlich daneben setzen und vielleicht da noch irgendwas am Tisch machen. Also ich finde es ultra praktisch und das hätte ich so gar nicht gedacht. Ich habe es jetzt gar nicht vermisst bei uns in der Küche, aber jetzt, wo man die Gelegenheit hat, sich immer mal zwischendurch hinzusetzen und den Tisch auch so zu benutzen, finde ich es ultra praktisch. So, dann ist die Küche jetzt auch grob durchgesaugt und damit auch schon wieder geschafft. Die 15 Minuten von der Waschmaschine sind auf jeden Fall um, deswegen gehen wir jetzt mal den Pulli anschauen, was daraus geworden ist. Okay, der ist klatschnass. Das hat nicht richtig geschleudert. Ich will jetzt trotzdem mal kurz die Flecken anschauen. Also jetzt ist hier immer noch... Die Flecken sind nach wie vor da. Der hier ist ein bisschen weniger geworden. Ich zeige es euch mal. Hier sind noch die Flecken, die ich eben, wo ich das Mittel drauf gegeben habe. Der hier ist deutlich weniger geworden. So sieht es jetzt insgesamt aus. Ja, vielleicht nochmal anschauen, wenn er getrocknet ist. Aber da wir ja, also da ich den auch nicht in den Trockner gebe und der noch klatschnass ist, kann ich euch den trockenen Zustand heute jetzt leider nicht zeigen. Aber ich hänge ihn jetzt mal draußen auf. Mittlerweile, jetzt wo ich das aufnehme, sind noch mal ein paar Tage vergangen und ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass die Flecken im trockenen Zustand deutlich weniger geworden sind und ich definitiv den Pulli, so wie er jetzt ist, wieder draußen anziehen kann. Und es freut mich sehr. Ich zeige ihn euch dann einfach das nächste Mal. Vielleicht ziehe ich ihn beim Putzen an und dann seht ihr es. So, dann arbeiten wir uns mal hier weiter vor in der Wohnung. Das hier rechts kommt noch in den Wäschekorb und das kommt auch noch in die Schränke rein. Und jetzt ist das Kinderzimmer dran. Boah, das sieht jetzt auf den ersten Blick und aus der Perspektive echt heftig aus, wie das Zimmer aussieht. Aber so schlimm war es jetzt wirklich nicht. Oder ihr seht jetzt auch, wie schnell das alles weggeräumt ist. Weil es sind halt die Stapel, die ich vorhin im Wohnzimmer zusammengelegt hatte, die räumen wir jetzt schnell in den Schrank. Dann habe ich die saubere Wäsche noch zum Zusammenlegen und eben die zwei Kisten oder Boxen, eher gesagt. Die nehme ich dann noch für in den Schrank für die Unterwäsche für die Kinder. Den Tipp habe ich auch unter einem meiner letzten Videos bekommen, dass man doch Schuhkartons gut dazu verwenden könnte, um in einem Schrank ohne anderes Sortiersystem einfach ein bisschen mehr Ordnung reinzukriegen. Und ich fand den Tipp wirklich so gut, dass ich jetzt, wo wir eh Schuhe gekauft haben, ich habe nicht extra deswegen Schuhe gekauft, nein, aber jetzt, wo wir eh Schuhe gekauft haben, habe ich extra darauf geachtet, dass wir auch die Kartons mit nach Hause nehmen, weil ich dachte, ja, ich habe eine richtig gute Verwendung dafür. Und jetzt kommen sie auch schon zum Einsatz und deswegen nehme ich jetzt das Provisorische, was ich aus den Bettlaken gebaut hatte, raus. Man sieht, es hält nicht so stabil zusammen, deswegen ist es mit den Kartons eine sehr, sehr gute Idee gewesen und wirklich eine gute Übergangslösung, weil ihr seht gleich, dass es viel ordentlicher aussieht, wenn man wirklich stabile Kartons reinlegt und das Zeug einfach gar nicht mehr rumfliegen kann. Die Bettlaken habe ich dann wieder ganz oben ins obere Fach von dem Schrank gelegt und da bleiben die jetzt auch für den Rest unserer Zeit. Dann ist mal wieder ein riesiger Korb an Kinderwäsche dran und wir knacken jetzt gleich die eine Stunde. Ich hoffe, man kann die Zeit immer auch gut erkennen. Ich habe das Handy halt wirklich so hingelegt, dass ich dachte, das ist der beste Ort dafür. Aber verzeiht mir, wenn es in dem einen oder anderen Bild vielleicht doch zu klein oder unscharf geworden ist. Ich wollte einfach die Uhr in jedem Bild in irgendeiner Ecke mit drin liegen haben.
So, ich hatte einen kurzen Break, aber jetzt geht's weiter. Und jetzt, wo ich das selber wieder sehe, wie die Wäsche, die saubere Wäsche auf dem Boden landet, hoffe ich oder bitte ich euch, dass ihr mich nicht wieder dafür steinigt. In dem Moment, wenn ich das dahin lege, habe ich nicht das Gefühl, dass der Boden zu dreckig ist für saubere Wäsche. Also die Wäsche wird dadurch nicht wieder schmutzig. Ich kann mal versuchen, mehr darauf zu achten. Beim Zusammenlegen mache ich es auch echt so, dass ich das nicht mehr auf dem Boden zusammenfalte, sondern auf der Matratze oder auf meinem Schoß oder so. Aber jetzt in dem Fall habe ich es dann doch wieder so auf die Seite geschmissen. Ja, sorry, not sorry. In der kurzen Pause habe ich meinen Sohn von seinem Klassenkameraden abgeholt. Also er hat sich schon echt ganz gut mit einigen angefreundet und ich finde es so schön, wenn sie sich dann gegenseitig zu Hause besuchen und Freunde werden. Und auch am Wochenende jetzt ist meine Tochter bei einer Klassenkameradin zum Geburtstag eingeladen, was mich auch sehr freut. Und was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, abgesehen jetzt davon, dass ich mir nochmal einen neuen Zopf gebunden habe, der höher sitzt, weil ein hoher Pferdeschwanz ist meine absolute Wohlfühlfrisur. Ich kann es einfach nicht ändern, ist mir Lippenstift aufzutragen, weil ich in letzter Zeit einfach mehr Lust darauf habe und diesen Mom-Look, oder ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, einfach dieses zu bequeme, dass ich mich gar nicht mehr zurecht gemacht habe, das habe ich so ein bisschen satt und kann ich auch nicht mehr sehen an mir und damit fühle ich mich nicht mehr so wohl. Deswegen unternehme ich gerade so kleine Schritte, um mich in meinem Körper, mit meinem Aussehen wieder wohler zu fühlen. Und dazu gehört zum Beispiel ab und zu einfach Mascara zu tragen oder irgendwas auf den Lippen. Und wenn es nur Labello ist, einfach um gepflegt auszusehen. Oder ich mache mir zurzeit einfach total gerne auch die Nägel schön und ziehe was Gescheites an. Das hilft sehr, um mich wohler zu fühlen und mich so zurechtgemacht zu fühlen, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag Make-up trage, was auch überhaupt nicht gut ist für die Haut. Also das vermeide ich sowieso. Ich bin ein absoluter Fan von natürlicher Haut und von natürlichem Aussehen. Es geht wirklich nur darum, so dieses Self-Care und sich um sich selber kümmern, einfach ein bisschen mehr zu leben zurzeit. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, der dazu gehört, ist, mir wirklich spätestens alle 3 Tage die Haare wieder zu waschen. Außer ich lasse sie manchmal auch wirklich bewusst ausfetten. Das hilft immer total gut, dass sie nicht so schnell wieder fettig werden nach dem Waschen. Sonst müsste ich am Ende wirklich jeden Tag meine Haare waschen. Und das kann ich vermeiden, indem ich sie halt immer mal wieder so ausfetten lasse. Einfach mal so für eine Woche, wenn ich jetzt keine besonderen Termine habe. Aber aus Faulheit die Haare nicht mehr zu waschen, das sollte nicht mehr vorkommen. Und jetzt sind wir ja fast schon wieder am Ende vom nächsten Zimmer angekommen. Also jetzt geht's doch wieder ganz zügig voran. Der Staubsauger, muss ich sagen, mit dem grünen Licht ist einfach nur so toll, weil man gerade auch auf so einem glatten Boden einfach jedes Körnchen sieht, was rumliegt. Und es ist einfach, du siehst es mit dem Auge gar nicht so, aber wenn man dann mit dem Staubsauger hinleuchtet, bevor man drüber geht, sieht man, wie viel Dreck auf dem Boden eigentlich liegt. Und dann macht es natürlich umso mehr Spaß, dann mit dem Staubsauger drüber zu gehen. Und wenn man dann ein zweites Mal drüber geht, dann ist der Boden nämlich schön glatt und sauber und man sieht gar nichts mehr. Deswegen gehört Staubsaugen auch wirklich zu einem meiner liebsten, allerliebsten Aufgaben. So, dann kommen wir jetzt hier ins Bad, ins Kinderbad. Und da machen wir auch einmal grob etwas Ordnung natürlich. Das Kinderbad ist eh immer relativ schnell sauber gemacht. Das mache ich auch total gerne hier, weil da steht eigentlich obendrauf gar nichts. Zumindest muss da eigentlich gar nichts draufstehen, weil die Schubladen, die haben genügend Platz und die haben auch so ein ganz praktisches Einsortiersystem. Das kann ich euch eigentlich auch nochmal genauer zeigen und das sollte ich vielleicht eh mal auch richtig sauber machen, richtig gründlich. Aber in dem Bad ist es halt viel, viel besser, weil die viel mehr Platz haben und die Kinder haben halt nicht so viel zum Rumstehen bei mir im Bad. Ich habe halt so viele Sachen, obwohl ich im Bad wirklich nicht übermäßig viele Produkte verwende. Ich habe so von jedem so eine Sache. Also ich habe eine Creme, ich habe eine Mascara, ich habe eine Zahnbürste, ich habe eine Haarbürste.
Aber trotzdem ist es dann in Summe einfach so viel, was neben dem Waschbecken rumsteht. Das sehen wir dann gleich, wenn wir ins andere Bad rübergehen. Aber in dem Bad macht das Aufräumen dadurch schon deutlich mehr Spaß, weil es einfach viel schneller geht. Das Saubermachen von den Duschscheiben macht auch echt immer Spaß, weil die haben keine hartnäckigen Flecken. Die sind wirklich in einem sehr guten Zustand und sehr sauber. Ich weiß gar nicht, wie alt die Wohnung ist, aber mir scheint es schon, dass sie relativ neu renoviert wurde. Und da sind einfach noch gar keine Kalkflecken oder sonstiges drauf. Ich ziehe das nicht jedes Mal nach dem Duschen ab. Und auch wenn die Kinder jetzt geduscht haben, mache ich das nicht immer so sauber. Aber alle paar Tage mache ich dann einfach die ganze Scheibe einmal komplett mit Putzmittel sauber und dann ziehe ich die natürlich auch ab, dass es halt einfach mal wieder ab und zu so richtig sauber wird. Aber auch die Armaturen zum Beispiel, die sind wirklich in so einem schönen Zustand noch, die sind so glänzend und haben überhaupt keine Kalkflecken. Ich habe ja den Kärcher Dampfreiniger, den werde ich auch demnächst mal anwenden hier in den Bädern. So dringend ist es jetzt gar nicht, weil die sehen wirklich noch top aus. Aber damit es natürlich auch so bleibt, werde ich demnächst auch nochmal mit dem Kärcher Dampfreiniger drüber gehen. Das ist wirklich immer noch eins meiner Top-Haushaltsgeräte und eine der besten Entdeckungen, die ich letztes Jahr, oder also ich bin schon im neuen Jahr, also die ich dieses Jahr gemacht habe. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch gern mal so ein paar Sachen zusammenstellen, die so meine Favoriten von diesem Jahr einfach waren oder vielleicht auch so All-Time-Favoriten. Aber das habe ich geplant, dass ich euch das demnächst mal vorstelle. Also alle Haushaltsgeräte oder Produkte, die einem im Haushalt wirklich weiterhelfen. Vielleicht können wir auch ein paar Flop-Produkte dann benennen, aber wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wirklich top sind und die ich so im letzten Jahr oder in der letzten Zeit entdeckt habe, die ich tagtäglich benutze oder zumindest immer bei jeder Aufräumaktion. Und einfach, um nochmal einen Überblick zu geben, welche Produkte und Geräte ich so am allerliebsten benutze und welche ich einfach wirklich gut finde. Jetzt sind wir ja schon bei einer Stunde 20 und wenn der Waschtisch einmal leergeräumt ist, dann ist er auch wirklich ruckzuck einmal abgewischt, weil, wie gesagt, gar keine hartnäckigen Flecken drauf sind. Das Einzige, was bei dem Waschbecken nicht so ganz passt, ist, dass das Wasser wirklich schlecht abläuft. Da sollte ich mal wieder irgendwie eine Lösung finden. Ich habe halt dazu jetzt gar nichts hier, um den Abfluss zu reinigen. Ich traue mich jetzt auch nicht, irgendwas Aggressives in den Abfluss zu gießen, weil ich nicht genau weiß, was die Rohre drunter aushalten, also aus was für einem Material die sind. Deswegen würde ich da gerne so eine Bürste oder irgendwie so einen Haken mir besorgen, wo ich dann einmal versuchen kann, Schmutz rauszuziehen und so vielleicht das Rohr wieder freier zu bekommen. Oder auch mit so einem ganz normalen Pömpel vielleicht, den könnte ich auch mal probieren. Aber habe ich noch nicht da, müsste ich mir dann auch besorgen. Eventuell kann ich auch, werden die Nachbarn auch nicht haben, werde ich mir da auch nicht ausleihen. Beziehungsweise ist es auch ein bisschen unangenehm, zu fremden Nachbarn zu gehen und die nach einem Pömpel zu fragen. Oder? In der Dusche hat jetzt das Mittel schön lange eingewirkt und das ist auch wieder alles schön sauber geworden, so dieses ganze Schmierige, was sich halt in der Dusche bildet nach einer Zeit. Wenn mehrere Personen jeden Tag duschen gehen, ist alles wieder schön weg und der Boden ist wieder wirklich schön sauber. Die Duschwand ist natürlich wieder ein bisschen nass geworden, aber da bin ich jetzt auch in ein paar Sekunden einfach nochmal drüber gegangen. Die Handtücher, zumindest die großen Handtücher, die dürfen ja jetzt auf dem Tisch liegen bleiben. Die kleinen sind ja in der Schublade. Die türme ich hier wieder auf zu einem großen, schönen Dreieck, weil es einfach von der Anzahl perfekt passt. Und die Ecke da hinten, wo einfach alles hingeschmissen wird, die räume ich natürlich auch noch leer, damit ich hier den Boden nochmal im Ganzen saugen und wischen kann. Hier auf dem Boden unter dem Waschbecken liegen noch die Staubsaugerersatzbeutel für den Vorwerkstaubsauger. Das sieht natürlich jetzt auch auf dem Bild, wenn ich das so sehe, nicht so schön aus. Ich werde die dann einfach in die rechte untere Schublade hier noch mit reinpacken. Da ist jetzt zum Beispiel der Föhn und noch der Seifenspender ist da noch drin. Und ja, da kann ich dann auch noch die Staubsaugerbeutel mit dazugeben, weil da noch genug Platz ist. Den kleinen Mülleimer habe ich schnell ausgeleert und voilà, das Bad ist wieder richtig schön. Also ich finde, es macht so eine andere Lebensqualität, wenn man in ein sauberes Bad geht und da hat man auch das Gefühl, man kann auch überhaupt sauber werden erst. Sehr, sehr schön, auch wenn Handtücher aufgefüllt sind, wenn einfach alles da ist, was man braucht. Man kann sich einfach viel wohler fühlen, wenn man jetzt so ins Bad kommt. So, mittlerweile ist es jetzt schon dunkel draußen geworden, deswegen mache ich hier
erstmal zu. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das Bett auch vorm Schlafen mache. Hauptsache zum ins Bett gehen ist das Bett gemacht. Auch wenn ich heute ein bisschen später mit dran bin, aber egal. Egal wie spät es ist, wenn das Bett noch nicht gemacht ist, es lohnt sich, finde ich, immer das nochmal herzurichten und zu machen, einmal durchzuschütteln und wieder ordentlich hinzulegen, dass wenn man sich dann und wenn es nur 5 Minuten später dann ins Bett legt, ist es ein viel schöneres Gefühl, als sich in so eine verwurschtelte Decke reinzulegen. Also das mache ich zumindest immer so, weil ich schaffe es zurzeit auch nicht jeden Morgen das Bett schön zu machen. Ich versuche es immer wieder, also meistens, auch wenn es nur einmal kurz aufschütteln ist und die Decke gerade hinlegen, aber so mit Liebe und Ruhe und Gelassenheit das Bett ordentlich zu machen, das schaffe ich nicht jeden Morgen. Hier auf der Heizung haben wir unser Wickelhandtuch, weil wir wickeln die Kleine dann auf dem Bett und dafür legen wir dann so ein kleines Handtuch drunter und das lege ich dann immer wieder zurück auf die Heizung, weil es dann nur ein Griff zur Seite ist und dann hat man das Handtuch gleich parat. Außerdem haben die Kinder wieder in der ganzen Wohnung fleißig gebastelt und geschnipselt und vieles davon ist auch hier auf dem Boden gelandet. Das habe ich jetzt schnell eingesammelt. Und die ganzen Klamotten, die man hier auf einem riesigen Berg auf einem Stuhl sieht, die müssen natürlich jetzt unbedingt mal in den Schrank rein. Ziel ist es natürlich, dass der Stuhl wieder ganz und gar frei ist, so dass wenn man dann abends sich umzieht, dass man den Stuhl dann benutzen kann, um seine Klamotten, die man vielleicht ja noch am nächsten Tag mal anziehen kann, dann eben hier auf Seite legen kann und die weder auf dem Boden liegen noch in den Schrank einsortiert werden, weil sie sind ja nicht frisch. Also ich würde jetzt meine getragenen Klamotten nicht mehr in den Schrank zurücklegen wollen. Deswegen braucht es eigentlich diesen Klamottenstuhl und ja, der muss natürlich dann auch einfach frei sein. Das ist nämlich auch eigentlich Patricks Klamottenstuhl. Der möchte bestimmt heute Abend dann seine Klamotten darauf legen. Der Rest, was jetzt ganz unten drunter lag, das ist für die Waschmaschine. Das kommt sowieso nicht rein, das kommt zur Wäsche rüber. Und dann ist es schon wieder soweit und ich gehe jetzt mit dem Dyson-Staubsauger einmal schnell durch das Zimmer durch. Insgesamt hat der Raum jetzt auch wirklich wieder nicht lange gedauert. Finde ich dann wieder erstaunlich, wie schnell, also in wie wenigen Minuten dann so ein ganzer Raum wieder einfach so grundlegend hergerichtet ist, sodass er erstens zeigbar wäre und zweitens man sich einfach wohlfühlt und so das ganz große Chaos vermeiden kann. Also wir haben hier mit 1,5 Stunden ungefähr gestartet und jetzt ist es noch nicht mal 1:40. Also weniger als 10 Minuten finde ich für ein Schlafzimmer dann wirklich okay, bei der Menge an Wäsche, die ja da lag. So, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Uhr wirft, dann sieht man, dass wir ziemlich genau 10 Minuten für das Schlafzimmer gebraucht haben. Also wirklich eine richtig gute Zeit, finde ich. Also selbst wenn man sich nur 10 Minuten motivieren kann, etwas aufzuräumen, dann würde man sowas wie unser Schlafzimmer einfach schon schaffen. Ja, immer wieder erstaunlich. So, und jetzt geht's noch in den Endspurt im Badezimmer von uns Erwachsenen. Wie gesagt, hier steht ganz viel auf der Fläche rum, was mich so sehr nervt. Am Spiegel hat man ja normalerweise so einen schönen Schrank, da kann man dann auch wieder alles reinstellen. Aber bei uns steht jetzt halt alles einfach auf der Fläche neben dem Waschbecken. Ist halt jetzt so und wir haben schon im Grunde genommen wirklich so das Nötigste, was wir wirklich auch immer frühs und abends benutzen, da stehen. Da achte ich schon immer drauf, dass da nicht unnötigerweise noch irgendwelche Nagelscheren oder was auch immer, was man jetzt vielleicht einmal die Woche benutzt, dass das nicht auch noch da rumliegt. Das ist dann unten im Schrank in unseren Beuteln drin. Jetzt fehlt nur noch die Toilette und die Dusche, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die wirklich sehr, sehr fusselig ist. Und wir gehen schon bald auf die 2 Stunden zu. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach 1:43 hatte ich schon so wenig Lust nur noch auf das Aufräumen und Saubermachen, dass ich dann wirklich einfach nur noch so schnell wie möglich fertig werden wollte.
Also rein theoretisch hätte ich locker noch eine halbe Stunde das Bad schrubben können von allen Seiten und in jeder Ecke. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nach fast 1,5 Stunden einfach ein Ende in Sicht haben und fertig sein. Aber die schlimme Ecke in der Dusche war mir noch ganz wichtig, dass die auf jeden Fall noch gemacht wird. So, ich habe hier den Müll in der Hand und wow, fast eine Punktlandung, würde ich sagen. Und zwar, der Müll kommt jetzt dahin und dann drücke ich auf Stopp. Also gehen wir noch mal einmal ganz schnell hier durch, weil das Ergebnis ist einfach immer so schön, das muss ich euch jetzt auch noch zeigen. Also der Boden ist wieder richtig schön gewischt. Hier im Wohn-Esszimmer ist alles wieder an seinem Platz. Hier hat zwischendurch jemand gesessen, das ist nicht mehr ganz so glatt. Die Küche ist soweit in Ordnung. Hier habe ich jetzt alles, was an Wäsche während dem Putzen angefallen ist, einfach mal hier gesammelt, weil ich mache jetzt gleich noch eine Waschmaschine an und das war es dann aber auch für heute. Die Zimmer sind natürlich auch wieder tipptopp. Hier haben wir das Kinderzimmer mit eingeräumten Klamotten, einem leeren Wäschekorb, weil die Wäsche alle vorne liegt. Und das Bad ist halt schön gewischt. Ach, das riecht so gut. Die Handtücher habe ich schön eingeräumt und so weit. Wow, ist das Badezimmer schön ordentlich. Das Handtuch habe ich jetzt so für die Füße mal da liegen lassen. Das ist ein gebrauchtes Handtuch gewesen. Und hier sind wir im Schlafzimmer, beziehungsweise erstmal kurz im Bad. So, die Dusche ist wieder ansehnlicher. Und auch hier im Schlafzimmer kann man jetzt bis auf diesen Wäscheberg, aber dafür ist Patrick verantwortlich. Das macht er dann morgen, weil heute nutze ich die Waschmaschine noch einmal. Aber hier ansonsten, da sammle ich jetzt zurzeit noch ein bisschen meine Wäsche drin. Und soweit bin ich fertig. Also ich bin gespannt, ob ihr einigermaßen richtig geraten habt, ob ihr ungefähr 1:45 getippt hättet. Und denkt daran, dass ihr SofaTutor 30 Tage kostenlos testen könnt. Und wenn ihr euch dann dafür entscheidet und es so gut findet wie ich, dann könnt ihr 60% sparen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!